Lange nicht gesehen, Leute. Ich habe jetzt schon seit ein paar Wochen keine Videos hochgeladen. Zuerst einmal, warum? Erstens mal, ich bin umgezogen. Das hat Zeit konsumiert. Zweitens, Vorbereitungen für Australien, Jobsuche und so weiter. Braucht auch etwas Zeit. Und drittens, ich hatte auch irgendwie keine Lust. Es war irgendwie angenehm, mal wieder eine kleine Pause davon zu haben, ein bisschen Abstand zu kreieren. Und ich finde es echt angenehm. Ich schaue jetzt auch irgendwie viel öfter meine Videos, meine alten. Und ich mag sie viel mehr, weil ich davor bin ich einfach in so einem Flusstraining gewesen, dass ich halt jede Woche was Neues, was Besseres machen möchte. Und ich glaube, deswegen tut man irgendwie seine eigene Kreation ein bisschen unterbewerten, weil man einfach so drin ist und die ganzen Fehler, die man darin macht, so bewusst sieht. Und es ist ganz angenehm, mal wieder ein bisschen Abstand zu bekommen. Ja, ein weiterer Grund, warum ich länger nicht aktiv war, ist, da ich sehr viel Zeit in meinem Hirn, deswegen auch das Hirn hier, nein, nicht deswegen, das ist Zufall, wie der Titel schon sagt, ich möchte auf Vimeo umsteigen. Nicht komplett, dazu komme ich noch später, aber ich möchte mich auf Vimeo konzentrieren. Zuerst einmal gehört geklärt, was ist Vimeo? Vimeo ist eine Plattform, wo Videos hochgeladen werden von Leuten, die eben an Video machen, an sich interessiert sind, und das sieht man auch in den Art der Videos, die dort sind. Ich finde es ziemlich cool, was die dort machen. Da sind wirklich Videos dabei, die mich mind blown, wie die Jugend sagt. Also da treffe ich regelmäßig auf Videos, wo ich mir denke, boah, ich kann noch gar nichts eigentlich. Aber ist ganz cool. Immer wieder, wenn man sich ein bisschen sicherer wird in dem, was man macht, von einem 18-Jährigen oder von einem 17-Jährigen mal so richtig in die Schranken gewiesen zu werden und mal zu sehen, was andere Leute auch können. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, kostet nichts, und ihr könnt es ja dann gleich beurteilen, okay, wow, cool, wow, was habe ich verpasst, oder na, Niki, was zeigst du mir, das ist nicht mein Stil. Warum möchte ich umsteigen? Das hat auch viele Gründe. Erstens war ich immer an vorderster Stelle eigentlich an Videoproduktion interessiert, und YouTube war einfach jetzt mein Outlet, also mein Weg, meine Videos an die Welt zu bringen. Zweitens, YouTube und generell die meisten anderen Social Media Plattformen setzen ja viel auf Quantität, und man soll möglichst viel und möglichst oft etwas hochladen. Ich meine, die ganzen großen Social Media Stars sind ja keinen Tag nicht aktiv, und ganz ehrlich, das stresst einfach enorm, und ich habe es lange Zeit nicht so bemerkt. Ich konnte relativ gut damit leben, aber mittlerweile hat sich das dann auch ein bisschen auf meine Laune ausgewirkt, und deswegen habe ich mir gedacht, stopp, das bringt mich als Menschen nicht weiter und macht mich, glaube ich, nicht glücklich auf lange Sicht gesehen. Hier kommt eben Vimeo ins Spiel. Vimeo ist einfach eine Plattform, wo, wenn die Leute folgen, sie nicht erwarten, dass du jetzt jede Woche etwas hochlädst, sondern sie wollen eher, dass du gute Videos hochladest und die Zeit nimmst, auch diese Qualität zu produzieren. Und das ist etwas, was ich auch für mich möchte. Denn wenn ich das YouTube-Game eigentlich wirklich richtig spielen möchte und voll durchstarten möchte, müsste ich ganz anders an die Sache herangehen. Ich müsste noch viel mehr hochladen, denke ich. Ich müsste irgendein Segment finden, das die Leute gerne schauen und was ich immer wieder wiederholen kann, wo ich dann einfach viel mehr produzieren könnte. Und mir wird einfach viel zu schnell langweilig mit immer den gleichen Sachen, und das ist eben auch ein Problem, was ich mit YouTube schon ewig hatte, weil ich, wie ihr seht, mein YouTube-Kanal ändert sich dauernd, hat 1000 verschiedene Namen, 1000 verschiedene Designs. Ich tue mir schwer, einen roten Faden zu finden, weil ich auch irgendwie einfach keinen roten Faden haben möchte, denke ich. Ich möchte, die Woche habe ich Bock, so ein Video zu machen, und die nächste Woche habe ich Bock, so ein Video zu machen. Und ich kann mich einfach nicht so limitieren und sagen, okay, ich mache jetzt nur diese Videos. Ein weiterer Grund ist, YouTube als Plattform hat mir immer sehr viel Spaß bereitet, eben weil du eben diese Beziehung aufbauen kannst und es etwas sehr, und es etwas sehr Persönliches ist. Aber trotzdem limitiert es dich eben auch, eben durch die Sachen, die ich schon gesagt habe, mit du brauchst irgendwie eine Nische, die du bedienst, du musst so viel eben hochladen, und eben weil ich so viel hochladen muss, habe ich nicht so viel Zeit für meine Videos, und ich möchte ja eben meine Videos immer verbessern. Ich lerne immer wieder neue Sachen dazu, um meine Videos besser zu machen und damit es auch euch besser gefällt. Und für mich ist es dann schwer, bei einem Video dann zu sagen, okay, ich kann das und das schon machen, was das Video theoretisch besser machen würde, aber ich habe keine Zeit dafür, weil ich jetzt morgen ein Video hochladen muss, deswegen lasse ich das weg. Das kann ich nicht und das mag ich nicht. Aber ich denke mir,
die ganzen Videos könnten noch so viel cooler sein, wenn ich eben nicht diese einwöchige Regulierung gehabt hätte, die ich mir selbst gesetzt habe. Und genau das möchte ich jetzt schauen. Ich möchte jetzt einfach schauen, was ich eigentlich kann. Aber, wie schon am Anfang des Videos gesagt, ich möchte nicht ganz mit YouTube aufhören. Ich habe sogar jetzt gerade ein Video in Arbeit. Also falls mal ein Video mehr auf YouTube als auf Vimeo passt und auch umgekehrt, werde ich das halt dort hochladen. Ich möchte mich nicht mehr so regulieren, aber ich werde meinen Fokus jetzt einmal für eine Zeit lang auf Vimeo setzen. Jeder von euch ist herzlich dazu eingeladen, mir mit rüber zu folgen. Ich bin genauso wie hier der Super-Super-Nator. Ich habe auch einen Link in der Beschreibung wahrscheinlich. Geht einfach rüber, sagt Hallo. Vimeo ist genauso wie YouTube gratis. Ihr könnt euch gratis anmelden. Ihr könnt auch so ohne Account Videos schauen. Nur wenn ihr mehr Sachen hochladen wollt, müsst ihr was zahlen. Und ja, schönen Tag noch. Wir sehen uns in mehreren Tagen. Bleibt kreativ. Are the ice of the ice, you know? The ice of the ice grid. Boop, 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 boop.